Deine Hauptfigur Dieter Rothmund ist Anfang 40, arbeitet in einer Stadt, die vermutlich Frankfurt am Main heißt, als Controller in einer Arzneimittelfabrik. Und seine Ehe ist ziemlich am Bröckeln. Der arme Mann ist so geflattert, dass er sogar schwarz immer mit dem Zug zu seiner Ehefrau in den Schwarzwald fährt, um das Geld irgendwie zu sparen. Steht der Arme immer in den überfüllten Zügen rum und verdrückt sich aufs Klo, wenn der Kontrolleur kommt. Und am Anfang begibt sich also dieser arme Dieter Rothmund beim Fußball-Großereignis in eine Kneipe. Ich habe mal vermutet, das war vielleicht die Fußball-EM24, aber das ist vielleicht auch gar nicht wichtig. Und da passiert ihm was ziemlich Merkwürdiges. Und das hören wir uns doch am liebsten mal im O-Ton an, was ihm da widerfährt. Die Stimmung im Lokal schwankt stark. Bislang war die Mehrheit der Zuschauer auf der Seite der Deutschen. Aber mehr und mehr Zuschauer sind jetzt Anhänger der Tschechen. Plötzlich ein schreckliches Schreien und Kreischen. Die Tschechen haben ein Tor geschossen. Die Deutschen, diese Schnarchsäcke, schreit ein Mann und haut auf den Tisch. Ein Meer von tschechischen Fahnen ist zu sehen. Viele Zuschauer zahlen und verlassen das Lokal. Plötzlich sehe ich unter einem der vorderen Tische ein Ohr von mir liegen. Es muss mir im Gebrüll unbemerkt abgefallen sein. Offenbar hat es niemand bemerkt. Ich will nicht mit überlegten Handlungen auffallen. Ich gehe auf die Toilette und schaue in den Spiegel. Es ist wahr, mein linkes Ohr ist weg. Offenbar habe ich es im Schrecken über das Gekreisch verloren. Ich sehe mein Ohr am Boden liegen, wie ein kleines, helles Gebäck, das einem Kind in den Schmutz gefallen ist. Ich überlege kurz, ob ich das Ohr aufheben und mitnehmen soll. Aber ich kann gar nicht überlegen. Ich bin erstarrt. Mir wird ein bisschen schlecht. Ich kann jetzt keine Entscheidungen fällen. Ich lege mein Haar notdürftig über die Stelle, wo früher das Ohr war. Ich verlasse die Toilette und gebe mir Mühe, mein zurückbleibendes Ohr nicht noch einmal anzuschauen. Tatsächlich besteht zwischen dem Ohr und mir jetzt schon eine riesige Distanz. Ich drängle mich durch das Lokal und zahle an der Theke. Mühsam mache ich mir klar, dass ich seit ein paar Minuten in einer Tragödie lebe. Herzlichen Dank, Wilhelm Genazzino. Am Anfang wollte ich eigentlich über ein ganz normales, aber viel zu normales Problem schreiben, nämlich über den Lärm, in dem wir ununterbrochen leben und an den wir uns gewöhnt haben. Aber gleichzeitig war mir klar, also ein Roman über den Lärm wird niemanden aufregen. Also den wird auch kaum jemand lesen wollen, weil es Romane über den Lärm schon dutzendweise gibt. Und dann dachte ich, ich muss die Dosierung sozusagen erhöhen. Also ich muss sozusagen zeigen, was geschehen kann, wenn man sich an den Lärm gewöhnt. Und dann bin ich auf diese Idee gekommen, also sozusagen eine surreale Übersteigung des Realen. Und ich habe den Eindruck, die Rechnung geht ganz gut auf. Also die Leute interessieren sich jetzt doch wieder für die Katastrophe, in der sie schon so lange leben, nämlich im Lärm. Und wir haben ja die Eigenschaft sozusagen, alles Katastrophische in unseren Alltag zu integrieren. Und das ist ja eben das Problem. Also kaum passiert etwas Schreckliches, finden wir es schon normal. Und genau das macht ja auch der Erzähler. Eben, weil er findet sich ja relativ schnell damit ab, dass er kein Ohr mehr hat. Und seine Umwelt findet sich noch schneller ab, beziehungsweise die findet das gar nicht erst merkwürdig, dass es kein Ohr mehr gibt. Was sind denn nun genau, also Sie haben gesagt, der Lärm ist ein Grund, der das Leben heute zur Katastrophe macht, aber das kann ja nicht alles sein. Ist die Arbeitswelt, in der wir uns bewegen, ein weiterer Grund, der das Leben zur Katastrophe macht? Ja, nicht nur die Arbeitswelt, sondern auch der Verkehr und die Alltagswelt und so weiter und so weiter. Also ich denke schon, der Alltag hat katastrophische Züge angenommen, besonders in den Städten. Und nun haben wir alle Hände damit zu tun, uns dauernd, wie gesagt, daran zu gewöhnen und das alles in der Erfahrung zu normalisieren. Und diese Transformation interessiert mich. Also dass sozusagen das Außerordentliche normal gemacht wird in der Erfahrung, also in unserem Bewusstsein, dass also es überhaupt nichts Schreckliches mehr passieren kann, was wir nicht in unserem Inneren normalisieren würden. Das heißt, dass Dieter Rothmund, der macht ja vergleichsweise Karriere, also er steigt vom Controller zum Finanzdirektor immerhin auf, was, glaube ich, noch nie eine Figur in einem Buch von Ihnen geschafft hat, eine solche klassische berufliche Karriere machen zu dürfen. Aber auch nur aus Verlegenheit. Also das ändert an dem Drama auch nicht wirklich was. Nein.
Das nächste große Drama in dessen Leben ist natürlich diese Beziehung, diese Ehe. Ich habe es vorhin bereits angedeutet, das ist wirklich ganz grässlich, was diesem Mann passiert. Immerhin darf er dann noch eine andere Beziehung, die allerdings auch etwas auf schiefe Bahnen gerät, haben. Und irgendwann sagt er den, ich weiß nicht, ob es ein schöner oder ein schrecklicher Satz ist, auf jeden Fall sagt er den Satz: Gleichzeitig weiß ich, dass ich absterben werde, wenn ich mich nicht in eine neue Frau einwurzeln kann. Ich fand nur einwurzeln ein furchtbares Wort letztlich. Einwurzeln. Ist der Mann irgendwie so ein armes Gewächs, was eben der Katastrophe des Lebens dann versucht zu begegnen, indem es weiblichen Mutterboden findet? Ich glaube nicht, dass er ärmer ist als wir alle. Und ich weiß auch nicht, ich glaube auch nicht, dass er merkwürdiger ist als wir alle. Ich meine, unsere Verhältnisse sind nach meinem Dafürhalten eben sehr, sehr merkwürdig geworden. Und wonach dieser Mann eben sucht, ist eine Art, ja, in Anführungszeichen Heimat oder eine irgendetwas, wo er also sozusagen ohne neue Schrecken befürchten zu müssen, zurückkehren kann. Und das ist natürlich die Liebe, beziehungsweise eine Frau und dort, was dort stattfindet. Also an einer anderen Stelle des Romans heißt es auch, kommt auch das Wort Festlieben vor. Also er möchte sich irgendwo festlieben. So kann man Einwurzeln auch übersetzen. Nicht? Das klingt vielleicht nicht so erschreckend für Sie. Festlieben ist, glaube ich, irgendwie verbreiteter oder kann man sofort schneller verstehen. Ich denke schon, also mit zu den Katastrophen gehört die Glückspropaganda, wie ich das gerne nenne, also die Überschätzung aller Ereignisse. Also die Menschen haben ein Leben unter einem fantastischen Glücksdruck, in der das persönliche Glück irgendwie eintreten muss. Und durch diesen Druck geschieht auch viel Falsches, wie jeder weiß. Und insofern denke ich schon, dass eine Herabstimmung auf das Lebbare und auf das, was den Menschen möglich ist, uns gut täte. Aber Sie sehen, ich bin schon wieder im apokalyptischen Nahbereich sozusagen. Ich gebe schon wieder wie ein Prediger also Rezepte aus, was ich eigentlich gar nicht will, aber Sie verführen mich dazu. Bevor ich Sie zu noch Schlimmerem verführe, Herr Genazzino, sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank.